Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer, ja ich wollte gerade sagen, kleinen Tour, sie ist gar nicht so klein, aus dem Münsterland. Und zwar machen wir uns hier heute Morgen auf den Weg aus dem Münsterland, aus unserer Wahlheimat Havixbeck hier, ins Sauerland. Die Maya ist mit dabei, ich freue mich total, machen mal so eine Tochter-Vater-Ding hier am Samstagvormittag. Und zwar fahren wir in Urlaub, wir fahren ins Sauerland, so wie jedes Jahr, 2 Wochen auf einen Ferienhof im Hochsauerlandkreis. Und unterwegs sind wir diesmal, ganz untypisch für mich, aber ich freue mich total, mit dem Gravelbike. Ne? Ich hier mit meinem GT und halt wie gesagt ohne Motor, also keine Reichweitenangst. Und Maya hat sich ein ganz neues Gravelbike zugelegt. Ich bin da schon fast ein bisschen eifersüchtig und nicht nur ein bisschen. Eigentlich auch richtig, nämlich hier das schöne Backroad von Rose, komplett aus Carbon. Da habe ich heute keine Chance. Falls ich irgendwie noch auf die Idee komme, wie ein Rennen zu fahren, das wird wohl nichts. Da komme ich nicht hinterher. Jetzt sind 140 Kilometer, wir machen es auf dem Weg. Die Sonne geht da hinten auf. Die ganze Woche hat es vorher geregnet. War irgendwie so Schietwetter. Und jetzt lacht der Himmel uns an. Wir freuen uns. Auf geht's. Und nach einer halben Stunde jetzt hier, Kilometer 11, herzlich willkommen in Münster. Ganz genau, Münster-Rooxel. Und das ist bis jetzt noch original mein Weg zur Arbeit. Von daher fühlt sich das noch gar nicht so wie in Urlaub fahren an. Aber das ändert sich gleich. Und Maya, was sagst du, die ersten Kilometer? Richtig cool. Richtig cool, macht Spaß? Ja, schön. Ein paar Meter haben wir ja noch. Bei der Spaßveranstaltung hier heute. So, Umleitung folgen, Straße gesperrt. Das liest man noch gerne, wenn man noch so 130 Kilometer vor sich hat. Freunde, das macht schon so richtig Spaß hier heute Morgen. Sind gut 10 Grad, gleich 6 Uhr. Sonne ist aufgegangen. Wir haben gute Laune. Läuft. Da sind wir auch schon ein Stündchen unterwegs, hier gut 20 Kilometer. Wir nähern uns jetzt so dem Ende von Münster. Münster ist gleich zu Ende hier, Münster-Hiltrup. Und wir halten mal ein bisschen Ausschau nach dem Bäcker, ein bisschen was zwischen die Zähne zu bekommen. Tippitoppi. Und was gibt's bei dir, Maya? Ein Käsecroissant. Ein Käsecroissant? Mmh, lecker, lecker. Ich habe jetzt noch mal die Sonnenbrille hier aufgesetzt. Und ich glaube, der Töchterchen ist schon ein bisschen angenervt, weil er dauernd halt irgendwas mache und filme. Und ja, ich komme ja schon. Weiter geht's. Das ist ein Elend, ne, mit diesen YouTubern. Ich sag's dir, machst du nix. Kommen jetzt hier über den Dortmund-Ems-Kanal und unten, guck, dass ich das Bild kriege, ist ein fast nagelneuer Radweg, ich glaube 20 Kilometer lang, ist die Stadt Münster extra für ausgezeichnet worden. Irgend so einen Preis haben die ja bekommen. Von wegen Tippitoppi-Radweg hier. Sieht doch echt tüfte aus. Kilometer 37, herzlich willkommen. In Drehn-Steinfurt, Kreis Warendorf. Und mittlerweile sind wir auch ja, knapp 2 Stunden hier mit dem Rad unterwegs. Beziehungsweise unterwegs sind wir viel länger, aber reine Fahrzeit. Ja, die Maya
Haben mich ja schon böse angeguckt, ne? Nein, ja, ich mache nur Spaß. Aber ich bin halt so ein kleiner Trödelpapi. Machst du nix. Und gerade das Stück jetzt hier hinter Münster Richtung Hamm sind ja so 30, 40 Kilometer von Münster nach Hamm, glaube ich. Ich war jetzt viel immer neben so einer Bundesstraße lang. Da freuen wir uns über solche Abschnitte hier. Einfach durchs Grüne. Ja, mittlerweile sind es bloß noch 100 Kilometer, die wir bis ins Sauerland, bis zum Ziel Niedersorper radeln müssen. Also 40 haben wir hinter uns. Und Maja, was sagst du, geht's noch? Noch geht's, ja. Rad ist ja ganz neu, von da haben wir gerade ein bisschen am Sattel geschraubt hier, dass wir den ein bisschen nach hinten gebracht haben, um die Sitzposition zu optimieren. Das ist eine lange Fahrt natürlich optimal für, ne? Wenn man dann wieder ein Stündchen fährt und dann genau merkt, okay, hier drückt's, da zwickst, da kann man auch wieder 5 mm hier nur dahin drehen, das Ganze. Also, sag ich mal, weiter geht's, ne? Damit wir noch im Hellen ankommen. Richtung Sauerland. Guck mal da, genau Kilometer 50. Herzlich willkommen in Hamm. Und wir haben es jetzt mal gucken hier. 8.45 Uhr, ja. Langsam Zeit für ein zweites Frühstück, Maja, oder noch nicht? Das Wichtigste überhaupt, ne? Wenn man den ganzen Tag fährt, bis wir hier links, ja hier links. Immer genug essen, essen, essen. Gerade bei 140 Kilometern. Ja, Hamm ist ja recht langgezogene Stadt jetzt für uns auch. Jetzt mal im Rad hier durch, fährt Richtung Sauerland. Und das ist wirklich nicht schön zu radeln. Guck, man hätte auch drum zufahren können, was das Ganze natürlich kürzer. Aber in der Stadt werde ich irgendwie nie warm. Nicht nur wegen den Radwegen. So ein paar Blümchen hier und eine Kirche im Hintergrund macht natürlich immer was her. Aber macht den Radweg auch nicht besser. Einmal hier unten durch und dann haben wir, glaube ich, das Theater hinter uns gelassen hier in Hamm. Oh Maja, was sagst du zu Hamm? Zum Radfahren nicht so schön, ne? Schnell weg hier. Freunde, das sieht schon ganz anders aus. Ich habe ja bloß ein paar Aufnahmen gerade in der Stadt gemacht, aber das macht wirklich keinen Spaß. Aber jetzt genug gelästert mit Hamm hier. Weiter geht's Richtung Sauerland. Mittlerweile sind wir in Werl angekommen. Halbzeit, knapp 75 Kilometer sind wir jetzt geradelt. Und ich habe gefilmt und gefilmt und gefilmt, dachte ich jedenfalls. Da war der Akku schon direkt hinter haben alle. Egal, sind wir in Werl. Hier machen eine kleine Pause bei einer Fastfood-Kette. Die Maja hat mich eingeladen hier. Dankeschön, Maja. Bitte was Gesundes, ne? Ja, genau. Lecker, lecker McFlurry. So irgendwo rauffahren und Steilheit kriegt man so im Video immer schlecht dargestellt. Richtig steil ist es jetzt hier auch nicht, ne? 4%, aber mein Navi hat schon mal seinen Bildschirm umgeschaltet hier auf die erste Steigung des Tages, 6 insgesamt. Und hier sind es jetzt noch 3 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung 3%. Das wird der eine oder die andere ja noch als flach bezeichnen. Für mich ist das schon ein bisschen Herausforderung nicht, aber ich fahre ein bisschen langsamer. Und die Maja fährt vor. Ach, das ist aber nett. Das Töchterlein wartet da vorne. Ich denke mal, sie hatte so, ja,
200, 300 Meter Vorsprung hat sie sich rausgefahren. Aber es ist ja nett, dass sie wartet vor der Abfahrt. Hi! Da kommt der alte, schwere Mann. Und da habe ich jetzt eindeutig Vorteil meiner Schwungmasse hier. 12%. Ja, mittlerweile sind wir hier am Ruhrtalradweg angekommen. Und hier ist ja so ein kleiner Aussichtspunkt. Maja ist schon oben. Da kann man ein bisschen chillen, auf die Uhr gucken, wollte ich schon sagen. Auf die Ruhr gucken. Sehr schön. Das sind noch knapp 85 Kilometer, haben wir, glaube ich, abgespult, ne? Ja, das ist noch so um 57, ne? Müssen wir noch. Ja. Man sagt, alles okay? Noch geht's, ja. Ja, die Beine wollen noch. Ich merke schon ganz bisschen, aber sonst ist es okay. Siehst du wohl. Es ist ja doch ausgezahlt, dass wir es langsam angehen lassen haben heute Morgen. Und direkt auf dem Bäcker Energie getankt, ne? Ja. Ja, liebe Freunde, knapp 100 Kilometer haben wir jetzt hier in den Beine, knapp 5,5 Stunden Fahrzeit. Und jetzt kommen wir nach Arnsberg und haben dann mal eine richtige Steigung vor uns. 1 Kilometer lang 7%. Heißt für mich, erster Gang. Was heißt das für dich, Maja? Zweiter Gang. Okay. Und von dieser Stelle nochmal liebe Grüße nach Hamm. Das hier ist ein Radweg. So, ich habe einen ersten Gang drin. Maja sagt, sie hat einen zweiten drin. Nee, hier. Na gut, dass das ein Gehweg ist. Da schiebe ich doch gerne. Aktuell geschmeidige 9%. Läuft. Puh. Vergiss es. Alter. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Mein Kind. Die Aussicht wird natürlich immer bombastischer, je höher man hier kommt. Aber ja, hat einen Preis, ne? Radwandertag im Sauerland. Alter Verwalter. Da muss ich, glaube ich, mal dran, ne? An die Anlage. So, mittlerweile unten angekommen. Und die armen Bewohner denken da ja, der bremst den irgendwo im Güterzug vor der Haustür. Wenn man sich meine Bremsen anhört. Belege hatte ich da auch schon gewechselt. Hat auch nichts gebracht.
Ich glaube, da muss ich wirklich mal den Fachhändler aufsuchen. Kilometer 101 und herzlich willkommen hier in Uentrop. Nach gut 5,5 Stunden Fahrzeit. Haben jetzt hier gerade unten in Uentrop noch einen kleinen Imbiss eingenommen. Lecker Döner, beziehungsweise Lahmacun gegessen. Direkt in die Steigung hier rauf. Aber jetzt wird's ja wieder flach. Tippitoppi. Super Aussicht, bin begeistert. So, Sauerland-Radring. Ja, für alle, die sich hier im Sauerland auskennen und mit dem Radfahren im Sauerland. Wir wollten eigentlich in Wendemann auf dem Sauerland-Radring, hat der Papa auch fest zugesagt gehabt, ne? Dass nach dem Ruhrtal-Radweg irgendwie das auch nach Arnsberg sortiert weitergeht auf dem Sauerland-Radring und dann geschmeidig Richtung Ferienbauernhof. Und war nix, ne? Ich kann es jetzt ja im Komoot in die Schuhe schieben. Ich habe einfach nur Start- und Endpunkt eingegeben, mich nicht drum gekümmert und auf Fahrrad gedrückt. Dann hatte ich mal Rennrad geguckt, das wäre deutlich mehr straßenlastig. Dann hatte ich Gravel gedrückt, das wäre deutlich mehr Waldwege. Alles ja noch nass, habe ich also Fahrrad. Und dann nichts mehr genau nachgeguckt. Ja, hast du jetzt davon, ne? Jedenfalls hier jetzt im Berge auf dem Sauerlandradring angekommen. Und hier kenne ich mich aus, ne? Seit 15 Jahren machen wir hier Urlaub. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Sage ich schon den ganzen Tag, aber... Weiter geht's. Mittlerweile Kilometer 126, sind gut 7 Stunden unterwegs und herzlich willkommen in Bremke. Heißt für uns jetzt noch knapp 20 Kilometer, Maja. Dann haben wir es. Kannst nicht mehr? Akku leer? Reichweitenangst? Eieieiei. Dann wechseln wir in die Straßenseite und dann Endspurt. Nur noch knapp 10 Kilometer, dann haben wir die Tour hier ins Sauerland in den Urlaub geschafft. Dann sind wir urlaubsreif, ne? Also ich bin dann auf jeden Fall erstmal einen Tag urlaubsreif, 135 Kilometer Stängers in der Beine. Und ich bin jetzt ja 2 Jahre fast ausschließlich E-Bike gefahren. Ja, das heißt fast ein bisschen mit dem Gravelbike, aber so eine richtige Tour wie jetzt hier, 140, 145 Kilometer mit 1000 Höhenmeter auf keinen Fall. Von daher tat das mal ganz gut, auch für den Kopf. Keine Reichweitenangst von wegen Akku leer, sondern eher Reichweitenangst. Die Beine wollen nicht mehr. Aber das schaffen wir auch noch jetzt in gut 9 Kilometern. Dann sind wir da angekommen.
So, Kilometer 142, 8,5 Stunden reine Fahrzeit. Die letzte Steigung jetzt hier. Maja, hier noch rauf und dann geht's bloß noch runter. Yeah. Yeah. Schaffen wir. Wir sind jetzt hier in unserem Feriendomizil im Sauerland Heile angekommen. 145 Kilometer waren es, 8,5 Stunden reine Fahrzeit. Ich glaube, 11 Stunden waren wir unterwegs. Dönerpause hat es gegeben. Einmal die McFlurry-Pause hat es gegeben. Genau, ein bisschen Trinkflaschen auffüllen zwischendurch. Das haben wir gar nicht groß angehalten, aber das kommt dann trotzdem, ne, mit Kamera, Akku wechseln, hier mal gucken, da mal gucken. Ein bisschen Standzeit zusammen. Und es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich habe mich schon ein bisschen frisch gemacht, aber sieht man auch. Fahrrad ist jetzt hier sicher auf dem Balkon untergekommen, Meyers auch. Wir freuen uns, dass wir da sind und hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet vielleicht, uns bei unserer Tour hier heute zu begleiten, unserer ersten gemeinsamen Ganztages-Gravel-Tour jetzt hier von Maya und mir. Ihr Gravelbike ist aber gerade 4 Tage alt und da gibt es in Zukunft bestimmt noch mehr von uns zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da, spart nicht mit positiven Kommentaren, gerne aber auch mit konstruktiver Kritik nicht sparen. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time. Just enjoy the ride. A nomad passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way.